Würdest du mich da erkennen, Roman? Nee, ich wollte nicht sagen. Also da eher als bei dem anderen Bild. Nee, komm. Doch, doch. Eher okay, so die Gesichtszüge Bild. Schon, aber... Alter, also, da war ich auch sehr dünn, Alter. Nee, aber... Das ist ich glaube, wenn du mir das jetzt einfach zeigen würdest, so aus dem Kontext gerissen, ich glaube nicht. Das war Gfinity ja, in England. Das ja. Keller-Event, wo überall das Wasser aus den Rohren gelaufen ja, ist. Oh Gott. Gfinity-Event, welches ja, Jahr? 2013. Nee, 14 war es. War ich bei VP war. Da habt ihr gegen uns gewonnen auf Cash, wo Nico das Ace hatte mit USP. Aber wir haben das Turnier gewonnen, deswegen hat keinen interessiert, was in der Gruppenphase passiert. Ach so, ja. Ich habe mal das Headset an und das Mikrofon, da wurde rangeschickt. Ja. Da waren ja, sehr interessante Hardware. Aber ein bisschen Bart ist da. Ein bisschen Bart muss ich Schnurrbart. Da, das war so, diese kleinen, die weißen, die zählen eigentlich nicht. Doch, doch, es hat ein bisschen Style, hat das so. Wer waren deine Mates da gewesen? Das war. Also außer Nico und Chris. Nico, Chris. Nuki? Nuki und. Kerrigan? Alu? Nuki? Klü? Nee, nicht Klü. Alu, glaube ich. Oder war Kerrigan noch da? Nee, Finn war nicht da. Ich habe mit Finn nicht beim Maus gespielt. Also nie mit dem gespielt? Der ist nach. In Faculty habe ich damals mit ihm gespielt, ist er danach gegangen. Aber ich glaube, das müssten Alu und Nuki gewesen sein. Boah, wow, gutes Team, aber. Fatih, kannst du dich noch erinnern, wie wir, wer unser Wunsch-Actor war für Jarosch in. Vom Bartstil her und vom Frisurstil. Nee, wer war das nochmal? Ach so, Steven Amell. Ja, genau, Steven Amell. Als legendärer Green Arrow. Ich weiß auch nicht mehr, wer das ist. Ich bin raus. Roman, du bist hier nicht so eine große Hilfe. Ich bin raus.